für euch, ihr Lieben. Feuerzeichen. Widder, Löwe, Schütze. November 21, Annette hier. Die Magie geht weiter. Ihr wisst, allgemein, nicht für jeden. Schaut rein, spürt rein, ein Satz, ein Wort, eine Energie für euch. Ansonsten genießt die Sehung. Ich schaue, was für euch so los ist. Feuer, 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 Feuer. Es brennt lichterloh am Himmel. Das ist so wie der knalligste, orangefarbenste Sonnenuntergang bei euch, den man sich vorstellen kann. Das ist so wie, ihr geht in euren Lebensabend. Was ja positiv ist, ne? Der Lebensabend. Ruhe, Entspannung, Ankommen, Erdung, Frieden, Ausdehnen, hier sein, herausgefunden haben, was ich will, was ich nicht will. Eine unglaubliche Weisheit liegt im Fernseher. Unglaublicher Frieden. Eine Größe. Es ist so wie, als wenn ihr im Endmodus seid von eurem Meisterstück. Und ihr wisst es. Und je mehr ihr dem Ende entgegenkommt, dieses zu erschaffen, umso ruhiger, entspannter und magischer werdet ihr. Ja, ihr habt alles weggebrannt, was in irgendeiner Form eine Blockade ist, eine Stagnation, eine Störung. Alles, was euch nicht vorwärts gehen lässt, ist wie weggebrannt. Und ihr habt dadurch diesen unglaublich großen Raum. Und es riecht wie Vulkan. Und Vulkan ist ja unglaublich nährend, fruchtbar. Ihr habt Raum geschaffen, der nicht mehr eingenommen werden kann von irgendwem oder irgendetwas. Es wird immer heller im Laufe November, immer lichter, immer klarer, was ihr wollt. Viele von euch werden ihr Meisterstück liegen lassen, aufgeben, es nicht fertig machen und aufgehen zu neuen Ufern, weil sie wissen, dass sie es beenden können, aber der Reiz weg ist. Ihr verschwendet eure Zeit nicht mehr, Dinge unbedingt fertig zu machen, wenn sie euch nicht mehr dienen, nur um anderen zu beweisen, ich kann es oder etwas zu beenden, sondern nein, ihr erlaubt euch, eine neue Wahl zu treffen, wo die alte Wahl noch nicht beendet ist. Und bei euch liegt so, diese Wahlen waren bei euch immer extreme Sicherheit, weil daran kann ich mich festhalten, alles andere halt nicht unter Kontrolle, aber diese Wahl habe ich unter Kontrolle und in Sicherheit. Und ihr braucht diese Sicherheit nicht mehr, dieser Wahl, dieses Meisterstücks. Und deshalb geht ihr weiter und baut etwas Neues auf. Ihr habt Mut, Neues zu entdecken, noch tiefer in das Rabbit Hole zu gehen und da Dinge herauszufinden, was ihr könnt, wer ihr seid und wo ihr hingehört. Und bitte nicht erschrecken, einige von euch wollen das Feuerzeichen, die Feueridentität aufgeben, um ein neues Zeichen anzunehmen. Wow, weil das Feuer wurde genug gelebt und mit diesem neuen Raum, den ihr erschaffen habt, wisst ihr, der nicht mehr verstellt werden kann, habt ihr die Möglichkeit, wirklich komplett euch neu zu konfigurieren und zu erschaffen. Und da liegen Luftzeichen als Auswahl, Erdzeichen, Wasser eher nicht. Aber Luft und Erde, so wie als wenn ihr diese Wahl hättet, in den Luftzeichen oder den Erdmodus zu gehen. Das ist, ihr habt den Avatar erschaffen in euch zum Feuer und ihr wisst, ein Avatar muss ja alle Elemente beherrschen. Wow!
Und ihr wollt jetzt das nächste Element beherrschen, deshalb Luft und Erde, Wasser noch nicht. Ihr entscheidet. Kristallisiert sich raus zwischen der zweiten und dritten Woche so ungefähr. Dass ihr dann wisst, wohin ihr geht. Und ihr lasst euch fallen und ihr lasst euch treiben. Und die Liebe beseelt euer Herz. Einfach alles in euch. Einige von euch sehe ich, wie fliegen, schweben, feuermäßig, knallorange. Und bei euch der Partner, der ideale Partner, der euch auf diesem neuen Weg begleitet. Und ihr fliegt dort Hand in Hand in diesem Orange. Also ihr geht nicht alleine, viele von euch. Einige, die diesem Avatartum frönen und sagen, ich gehe jetzt in ein neues Element, die brauchen erstmal die Ankunft im neuen Element, sich herauszufinden, wie es sich anfühlt, um dann die Liebe in ihr oder sein Leben zu ziehen. Viele von euch haben die Liebe schon gefunden und werden, wenn ihr nicht mit ihnen zusammengeführt seid, zusammengeführt werden, um diesen Weg zu gehen. Und bei anderen schwirrt sie schon um euch herum, aber ihr habt sie noch nicht gefunden. Aber sie wird euch finden auf Grundlage des Raumes, den ihr geschaffen habt, weil dann jemand kommen kann, wisst ihr, der in diesem Raum existieren kann und leben kann. Mit euch zusammen. Gucke, ob noch was zu sagen gibt. Die die Feuerzeichen weiter wählen, werden erstmal, wenn sie mit ihrer Liebe zusammengeführt wurden, die Liebe leben und sie auskosten bis zur Neige in Anführungsstrichen. Und die anderen haben zu tun mit ihrem neuen Element, das sie erkunden wollen. Der Shift in den Feuerzeichen, ja. Schön. Mehr gibt es wirklich nicht zu sagen für November. Bei euch hellblau, also taubengrau, blau, das Wasser trinken. Bitte, bei euch ist wichtig, wie so schluckweise, dass man immer wieder nicht auf einmal einen halben Liter, sondern immer regelmäßig einen Schluck Wasser nimmt, damit ihr euch wohler fühlt im November. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich umarme euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Genießt ihn und freut euch auf den November. Ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Ich freue mich darüber. Macht's gut, ihr Lieben.